Hallo und herzlich willkommen zurück beim Spiel Astellia. Wir wollen das Ganze heute mal etwas ruhiger beginnen, mit weniger Gekämpfe und weniger. Ach, scheiß drauf, wir fangen einfach an. Beim letzten Mal haben wir eine neue Freundin gefunden. Und zwar ist Heisen, das diese hier, I'm Pisco. Piskis, nicht Pisco. Hat einen sehr seltsamen Namen. Ich weiß, aber sie ist super, super süß. Sie steht jetzt leider hinter mir, deswegen sieht man nicht allzu viel. Aber sie ist wirklich mega, mega süß. Und wir haben leider die Quest nicht ganz beenden können, weil es dann doch schon ein bisschen spät geworden ist mit der Folge. Und deswegen machen wir das jetzt in dieser Folge. Wir erzählen Gina erstmal, obwohl, Moment, ich bin gerade überlegen, wir müssen ja sowieso hier durch. Mache kurzen Prozess, genau. Dann machen wir erstmal kurzen Prozess mit den Kidnappern und dann erzählen wir Gina von dem Ganzen. Ich wollte jetzt eigentlich dahin laufen. Ich wollte jetzt nicht. Da wollte ich hin. Es ist immer noch alles neu für mich. Das heißt, ich muss immer noch gucken, wo ich draufklicke. I can feel the darkness. Hallo, du sollst ihn angreifen. Sorry. Did you call me? Okay, ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt den Angriff nicht gemacht hat. Wahrscheinlich müssen wir hier alle. Ne, wir müssen drei Stück insgesamt besiegen. Hallo. Ach so, ich dachte gerade schon, die sind jetzt hier noch am Kämpfen. So. Also, da kann man den anderen wohl was wegnehmen, so wie es aussieht. Serious. Haben wir denn alle? Besiege den gesuchten Milo. Da müssen wir noch hin. Ah, das ist der. Mal gucken, ob der. Serious. I can feel the darkness. Okay, die anderen greifen mich jetzt nicht direkt an. Warum ist Rota weg gewesen? So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Da hinten ist jetzt wieder ein weiteres Fragezeichen irgendwo. Spur des Kindes? Das ist aber nicht das Fragezeichen. Kann man hier hoch? Anscheinend nicht. Kurzer Prozess mit den Q-Entführten. Ja, habe ich doch schon gemacht.
Also der läuft da irgendwie wieder zurück. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber egal. Ach so, sprich mit... Ah. Ja, dann sprechen wir nochmal eben mit ihm. Jetzt verstehe ich das auch. Haha. Ich wollte gerade sagen, sie ist immer noch da. Okay. The Keos are causing enough trouble as it is. Die Kio-Kidnapper sind besiegt. Ihr Anführer Milo ist es auch. Die Bewohner der Stadt müssen sich nun keine Sorgen mehr machen. Wirklich? Der Astylianer ist die einzige Person, die uns hilft. Vielen Dank. Ich habe Klingen der Kios. Die Miliz sollte jetzt zu den Waffen greifen, wenn es sollte jedoch erst zu den Waffen greifen, wenn es unbedingt notwendig ist. Besser wäre es, sich auf die Ritter und die Soldaten zu verlassen. Es gibt hier keinen Ritter oder Soldaten, auf die Verlass ist. Wir müssen unsere Familien selbst verteidigen. Danke, dass du zurückgeholt hast, was die Kyo-Banditen uns gestohlen haben. Das Zeug gehört definitiv uns. Yay, ich habe Stufe 7 erreicht. Dann können wir jetzt auch Gina von Buno Buno und den Kios erzählen. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich eventuell schneller reiten kann. Halt, stopp, da ist ein Ausrufezeichen. Abenteuerführer Tyra. Ein Ei, okay. Nein. Ach, jetzt weiß ich, warum die gegangen ist. Also normalerweise ist es bei Teso so, wenn ich auf V drücke, dann gehe ich vom Pferd runter. In dem Fall ist es jetzt aber nicht so. Und dann geht die Rota immer weg. Jetzt verstehe ich das. Allow me to give you a traveling tip. Hi, ich bin Tyra und reise durch den Kontinent Maglev. Magst du auch Abenteuer? Ich gebe dir nützliche Informationen für deine Abenteuer. Du musst mit mir reden, wenn du mich siehst, okay? Sammle zuerst einen roten Pilz dort drüben. Du wirst ihn mit der Questfunktion automatisch bewegen, leicht finden können. Okay. Dann machen wir das mal kurz zwischendurch. Allow me to give you a traveling tip. Oh, du hast einen köstlich aussehenden Pilz mitgebracht. Es gibt viele Dinge, die man auf dem Kontinent sammeln kann. Also halte die Augen offen. Du ahnst nicht, auf welche Weise du sie nutzen kannst. Du fragst dich, was du tun sollst, wenn du außer Atem bist und blutest. Es ist noch zu früh, um ins Grab zu steigen. Ich gebe dir stattdessen einen Heiltrank. Wenn man Abenteuer erlebt, kann es gefährlich werden, weißt du? Öffne das Inventar und überprüfe den Tab Verbrauchsgegenstände. Du wirst dort den Heiltrank finden, den ich dir gegeben habe. Du kannst ihn verwenden, indem du mit der rechten Maustaste drauf klickst. Ja, das habe ich jetzt auch rausgefunden. So, das wäre dann hier, was aber schon geöffnet ist. Okay. Ich will den Heiltrank aber nicht verwenden. Ach, das ist doch scheiße. Schwacher Heiltrank, gewöhnlicher Heiltrank. Ja, welchen hat sie mir jetzt gegeben? Ich habe schon so viele. Verwende den Heiltrank. Ja. Da steht überall Verbrauchsgegenstände. Also denke ich mal, dass das der war. Okay, gut geraten. Achso. Allow me to give you a traveling tip.
Du kannst Heiltränke verwenden, indem du sie auf Schnellauswahlplätze legst. Ah. Benimm dich nicht wie ein Anfängerabenteurer. Speichere sie auf Schnellauswahlplätzen. Nicht vergessen. Im Laden kannst du mehr bekommen, soll das wahrscheinlich heißen. Ja, und jetzt habe ich wegen der blöden Kuh keinen Heiltrank mehr. Toll. Ich weiß nicht, was ich gerade mit dem Ei gemacht habe, aber es ist jetzt wohl weg. Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Okay. Wir gehen dann erstmal zu Gina. Ich habe kein Ei gesehen. Was auch schön ist, dass man in der Zeit dann mal eben... das Ganze hier runterziehen kann. Moment, dann mache ich das auf... Auf 0 ist auch doof, oder? Ja, ich mach's mal auf 0. Also die läuft ja immer noch ein bisschen komisch. Ne? Das sieht dann immer aus, als ob die irgendwo vor die Wand läuft. Aber genau, renn mal einfach die Leute um. Alles kein Thema. Did you find the children? Du bist zurück, Sternenrufer. Da bist du ja wieder. Was ist mit den Kindern passiert? Wir haben alle entführten Kinder befreit. Vielleicht steckt der Kasa-Kult dahinter. Please tell the Night Captain about this. Informiere das Hauptquartier über die Entführungen, okay? Karza-Cult must be behind the missing children. Please, you must allow me to investigate. How much more are you going to sacrifice? Do you not feel any guilt from watching Sion's death? Sion would not have wanted us to stop here. If the Knights won't do anything about it, I will take responsibility. Also ich muss zugeben, bei diesen Zwischensequenzen, diese übermäßig laute Musik ist doch schon ganz schön ätzend. Achso, mit ihm muss ich reden. Handamar, you stubborn bastard. Ist das nicht Handamar? Der Held, der Euras Angriff auf Rakferrand aufgehalten hat? Sein mutiger Kampf gegen Eurias Centurion mit dem Sternenrufer Sion war wahrlich beeindruckend. Aber was ist los? Er schien wirklich wütend zu sein. Das geht dich nichts an. Was machst du hier? Wir sind hier, um dir zu berichten, dass die entführten Kinder aus der Rutlas-Höhle befreit wurden. Die Kinder sind frei? Unglaublich. Die Ritter haben es nicht geschafft. Na gut, du scheinst fähig zu sein. Vielleicht kannst du unsere Probleme auch lösen. Ein Problem der Ritter? Es geht um diesen Mann, Handamar. Hotzel, oh, diesen Namen. Komm her. Diese Sternenrufer hier hat die Kyo-Entführungen beendet. Damit hat er gewiss unser Vertrauen verdient, was? Ich bin immer noch eine Sie. Bitte erzähl uns alles, was du über diesen Hans Wurst weißt. Tell this person about Handamar. Okay. Wo ist er denn? Hallo. Ach da. We're always grateful for your help, Starcaller. Danke, dass du sich der Sache mit den edlen Kyos angenommen hast. Das hätten eigentlich die Stahlfaustritter tun sollen. Schade, dass du dir diese Bürde aufhalsen musstest. Es ist schon in Ordnung. Jetzt erzähle uns von diesen Rittern namens Handamar. Warum glaubst du nicht, dass der Kasa-Kult hinter den Entführungen steckt, wie er behauptet? Nun, um ehrlich zu sein, die Ritter sind ihm gegenüber misstrauisch. Warum? Er schien doch wirklich sehr entschlossen, diesen Fall zu lösen. Er war der Grund, warum Sion das heilige Licht im Kampf getötet wurde. Wir vermuten, dass er Sion eingeredet hat, der Kasa-Kult stecke hinter den Entführungen. Dann hat er einen Hinterhalt inszeniert, um mir in den Rücken zu fallen. Überleg doch mal, wie kann es sein, dass er zurückkommt, wo doch Sion ein viel besserer Krieger ist und er es nicht geschafft hat? Nach dem, was ich in der Schlacht vor 4 Monaten sah, schien er mir nicht der Typ Mensch zu sein, der so etwas tun würde. Hast du Beweise für seinen Verrat? Er trifft sich immer noch mit dem Kasa-Kult im alten Nebelrad, Tal.
Und der Kasa-Kult hat verdächtige Verbindungen zu den Dämonen. Ich bin sicher, er ist heute auch dorthin gegangen. Wenn es wahr ist, was du sagst, dann könnte in Wahrheit Handema derjenige sein, der hinter den Entführungen steckt. Wir müssen ihn aufspüren. Suche Wehrzahn auf der Holzfällerlichtung von Schattenbrise. Er ist der Informant, der den Auftrag hatte, Handema zu beobachten. That knight named Handemar. Do you really think he betrayed the knights? He did have a rough appearance. I'm sorry. I wasn't trying to talk bad about someone I don't know. But his face was so dark, with huge hands, and... How many times are you going to burn him? Let's find that informant, Verkin. Ich sehe gerade dieses kleine leuchtende Licht hinter mir. Das ist, glaube ich, meine Rota, ne? Oh, ich dachte gerade, die springt da runter. Halt, stopp. Was war denn das gerade? War doch was? Entdecke die fünfte versteckte... Was? Toll. Konnte man jetzt nicht lesen. Ich habe übrigens mal... das Gebiet um mich herum, was ich sehen kann, auf komplett Maximum gestellt. Aber diese extremst unscharfen Felder hier oben, die bleiben leider immer noch. Muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir total in den Augen weh, wenn ich da hochgucke. Deswegen versuche ich es immer wieder zu vermeiden. Wie läuft die jetzt? Das ist aber auch gerade ein bisschen besoffen umhergelaufen. Oder hier zum Beispiel, das sieht aus wie von einer 3D-Brille irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Damn it. I should have helped out Sir Handemar. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, der eine Verkörperung des Segens von Norden ist. Willkommen, Sternenrufer. Hotzel hat uns im Voraus eine Nachricht geschickt. Er sagte, ein Sternenrufer, der die Kyo-Entführungen aufgedeckt hat, werde bald eintreffen. Und ich soll ihm Informationen über Handemar geben. Gut, dich kennenzulernen, Versan. Was für eine Person ist Handemar? Der Anführer der Kyos... Bruno Bolo, ich kann es immer noch nicht merken, dieses Wort, hat die Kinder widerwillig und nur aus Angst entführt. Wir wollen ehrlich sein. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Handemar derjenige ist, den Bruno Bolo gefürchtet hat. Sir Handemar mag oft missverstanden werden, aber er ist immer noch ein guter Ritter. Er hat nie Ungerechtigkeiten toleriert und immer für den Schutz der Schwachen gekämpft. Er wird ein wenig unterschätzt, weil er oft mit Sion... rumschlawenzelt hat. Wir wissen es nicht. Allerdings war sein Verhalten in letzter Zeit auf jeden Fall verdächtig. Er sprach oft mit sich selbst, wurde unruhig und ängstlich und schloss sich manchmal tagelang in sein Haus ein. Gerade jetzt. Sir Handemar ist noch nicht aus dem alten Nebeltal zurückgekehrt. Ich habe Sorge, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Sternenrufer, könntest du mal nachsehen, was im alten Nebeltal vor sich geht? Oh, wir dürfen jetzt nach SSO. Da gibt's nämlich auch ein Nebeltal. Say 4 months ago. But they're still kidnapping more children. What does this mean? Pisces is confused. I'm sorry. I hope this knight named Handemar knows something. Let's hurry to Old Mist Valley. Ja, beziehungsweise ja und nein. Wir werden natürlich zum alten Nebeltal gehen, aber das werden wir nicht jetzt machen, weil die Folge nämlich auch gleich zu Ende ist. Ich werde noch eben schnell hier die beiden Nebenquests annehmen. Und genau. Ah, this is a problem. Asteliana, ich habe ein ernstes Problem.
Was soll ich Jaronis berichten, wenn ich die Holzquote wieder nicht erreiche? Jaronis? Ja, ach, Jaronis ist der Besitzer der Holzfällerlichtung von Schattenbrise. Jaronis. Er würde keinen Finger rühren, auch wenn er von wütenden Bären oder fliehenden Holzfällern hörte. Und da ich zweimal gewarnt wurde, wird dies meine letzte Chance sein. Ich meine, ich werde zwar nicht sterben, aber mit Sicherheit degradiert. Bitte hilf mir. Du musst mir nur das gehackte Holz aus der Umgebung bringen. Und dann kann ich meine Posten als Leiter behalten. Ja, für uns niedrige Wesen ist doch diese Arbeit nicht so schade. Okay, beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall noch... Ich bin hier mit der falschen Taste am Laufen. Noch Holz holen. Und was hat der gute Bastian noch für uns? Brown Bears are ravaging the logging point. Wilde Braunbären haben begonnen, die Holzfäller anzugreifen und einige unserer Arbeiter wurden schwer verletzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Holzfällerlichtung aufgegeben wird. Bären stellen eine enorme Bedrohung dar, selbst für Soldaten. Milizsoldaten wie wir werden mit ihnen nicht fertig. Würdest du sie für uns töten? Ach du Scheiße. Die wilden Bären werden alle Menschen aus der Stadt vertreiben, wenn sie nicht unter Kontrolle gebracht werden. Meister, wir sollten ihnen helfen. Das werden wir auf jeden Fall auch tun. Wir können uns wieder nicht drehen. Das ist etwas, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Ja, ich stelle mich mal eben in Position, damit ich dieses Bild machen kann, was trotzdem ein bisschen komisch aussieht. Ach so, weil das mit dem Holz wahrscheinlich im Hintergrund irgendwie komisch ist. Na gut, dann... Nee, hallo? Ich wollte das wieder rausnehmen. Es war aber schon draußen. Ja, wir werden das auf jeden Fall bei der nächsten Folge erst machen. Dann werden wir für den guten Lamo niedrige Holzfällerarbeiten durchführen. Und für den guten Bastien, der scheinbar nicht so furchtlos ist wie wir, werden wir dann die Bären vertreiben. Also ich denke mal, dass wir leider mit den Bären kämpfen müssen. Was eigentlich extrem entgegen meiner Natur ist, aber naja, es ist halt ein Spiel und da kann man dann auch nichts machen. Kleine Anmerkung noch zum Schluss. Sollte einer von euch wissen, wie ich das hinkriege, dass ich ein vernünftiges Bild habe, was halt eben bis überall zum Rand so scharf ist, wie es hier in der Mitte ist, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Also ich meine, es wird so zwar schärfer, aber nur, weil es halt in der Mitte schärfer ist. Deswegen, ja, das ist schon sehr nervig, weil es tut auch im Auge weh. Man guckt ja automatisch mit dem Auge dann oder mit den Augen immer wieder nach links, rechts, wenn man da irgendjemanden stehen sieht oder wie sie jetzt hier rumspringen sieht. Und es wäre wirklich toll, wenn ich das irgendwie hinkriegen könnte. Da ich, wie gesagt, das Spiel vorher noch nicht einmal gespielt habe und auch gar nicht kannte, wäre es auf jeden Fall ganz cool, wenn mir jemand, der ja das Spiel schon länger spielt und halt eben weiß, wie man das Ganze richtig einstellen kann, da helfen könnte und sich einfach mal in den Kommentaren kurz zu Wort melden könnte. Ja, wir werden in der nächsten Folge die beiden Sachen machen, die ich gerade eben gesagt habe, das alte Nebeltal betreten. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.